Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, wir sind soweit. Wir befinden uns jetzt am Trost der Zerstörung, unserem Ziel. Und mal schauen. Die Tore sind unbemannt. Ist das immer so? Nein, niemals. Herrin, Vorsicht! Ich rieche eine Falle! Ziemlich offensichtlich. Dann lasst uns mal hineintreten. Okay. Wolltet ihr meine Legionen bekämpfen? Törichte Sterbliche. Ich habe schon gewonnen. Lauft! Okay. Ich glaube, die werden gerade alle geholt. Keine Panik, ich habe euch. Ich konnte euch fast nicht halten, als der Zauber euch und alle anderen zu verstreuen begann. Es war töricht von mir zu denken, wir könnten einen dätrischen Fürsten herausfordern. Merunes Dagon ist uns einen Schritt voraus und wir haben schon verloren. Wir sind noch nicht fertig, Lyrant. Wo sind die anderen? Sicherlich sind sie über alle Ecken und Winkel dieser Feste verstreut und kämpfen um ihr Leben. Ihr habt unmöglich die Zeit, sie alle zu finden. Merunes Dagon will euch davon ablenken, Somren zu erreichen. Verliert dieses Ziel nicht aus dem Blick. Viel Glück, kleine Sterbliche. Viel Glück? Wo geht ihr hin? Wir haben den Punkt erreicht, von dem wir wussten, dass er kommen würde. An diesem Ort trennen sich unsere Wege. Ihr müsst euch um eurer Welt willen um Somren kümmern, während ich nach dem Wissen suche, wegen dessen Erwerb ich hierher kam. Ich glaube allerdings, ich weiß, was Dagon plant. Ist das so? Was hat Merunes Dagon vor? Den Handel mit den Langhauskaisern abzuschließen. Er wird Somren nutzen, um einen Zugang nach Nirn zu öffnen. Und danach wird er sich die Macht der Ambition zurücknehmen, um eure Welt mit den Totenländern zu verschmelzen. Das war schon die ganze Zeit über sein Plan. Ich hoffe wirklich, dass ihr überlebt, Sterbliche. Ich brauche eure Hilfe, Lyrant. Eure Bedürfnisse sind unerheblich und gehen mich nicht länger etwas an. Findet euren Weg durch den Nebel. Vielleicht könnt ihr unterwegs eure Verbündeten versammeln. Denkt daran, ihr müsst Somren besiegen und das Egonymon gegen Merunes Dagon einsetzen, bevor er die Welten miteinander verschmilzt. Ich höre ihn ständig, aber... Oh, sie ist weg. Dann komm, Basti. Mach du mal deinen Job. Hey, Zauberin! Hier oben! Die Anachoretin ist vorgelaufen. Ich kann eine Tür auf der anderen Seite sehen. Weiter! Okay. Das war Evelyn. Ich weiß nicht, ob ihr die gut hören konntet. So. Ist hier schon einer vor uns gewesen? Ihr habt es geschafft. Toll. Kommt. Ich kann Somren in der Nähe spüren. Ihr seid Ungeziefer. Weniger als Ungeziefer. Mit der Macht der Ambitionen wird Nirn bald mir gehören. Hier lang. Folgt mir. Bald wird der Pakt erfüllt sein. Mein Sieg ist unausweichlich. Was freiwillig gegeben wurde, ist gereift und wird freiwillig zurückgegeben.
Es sieht's weg. Verstehe es nicht. Oh! Hi, Arox. Geht, Herrin! Ich werde allen! Warum müssen die mal reden, wenn man eine Tür öffnet? Göttchen. Sombren, sobald ich die Verschmelzung beginne, brauche ich die Kraft der Ambitionen, um sie abzuschließen. Sombren, öffne das Portal nach Nerm. Spiel mit Basti. Vorwärts, meine Krieger. Der Weg ins Reich der Sterblichen ist frei. Dagon, euer Wille ist mir Befehl. Nein! Er entkommt! Er ist zu stark. Einen Augenblick. Ich hole eure Verbündeten. Das war heftig. Ist jemand verletzt? Die Klingenträger sind hier, Lyrant. Merunes Dagons Ansturm auf Nirn hat begonnen. Ihr habt eine Chance, ihn von der Eroberung der Welt der Sterblichen abzuhalten. Verschenkt sie nicht. Okay. Dann los. Sombren überträgt Merunes Dagon seine Macht. Wir müssen den Schlüssel vom Schloss trennen. Setzt die Waffen hier ein, um Dagon abzulenken, während ihr zu Sombren vorstoßt. Beeilt euch! Ihr müsst Sombren aufhalten! Darf ich jetzt, ja? Muss aber hier runter? Ne, jetzt muss ich hier wieder hoch. Hä? Okay. Erlangt die Belagerungswaffen zurück. Das für mich heißt, dass ich muss hier runterspringen. Auch wenn ich dann vielleicht tot bin. Ich weiß es nicht. Ja, wir springen mal runter, Basti. Komm. Oh, oh. Okay. Ich hab's gehört. Aber Basti, du sollst die Großen ablenken, nicht nur die Kleinen. Oh, hi. Bei euch, mein Champion. Wir werden sie zusammen besiegen. Da kommen noch mehr Bestien. Direkt bei mir drin hier kommen. Gut gemacht, Champion. Nun lasst uns diese Waffen sinnvoll einsetzen. Wir lenken Dagons Aufmerksamkeit auf uns. Dringt zu Sombren vor. An die Arbeit, Kameraden. Viel Glück. Jetzt. Basti, bei Fuß. Das ist das euer toller Champion. Da seid ihr ja. Die zum Untergang verdammte Anführerin dieser lächerlichen Rebellion. Sagt mir, sind eure Leute bereit für euren Tod? Ich erlaube nicht, dass ihr euch einmischt! Myriad, seid ihr gekommen, um euren Zweck zu erfüllen? Dagon, bitte helft mir! Da seid ihr ja. Ihr habt euch also entschieden, hier zu sterben. Das Ende ist da! Zielt damit auf Dagon! Steckt eure Waffen weg. Die Schlacht ist gewonnen.
Das ist erst der Anfang. Geht! Greif jetzt an! Ja, was wie? Oh. Lächerliche Sterbliche. Ihr wagt es, mich zu schlagen. Eure Welt ist mein, Sterbliche. Erhebt euch, Sombren. Ich brauche euch noch. Warum kämpft ihr gegen mich? Wollt ihr, dass Destron umsonst gestorben ist? Zerstörung ist unaufhaltbar. Hier drüben, Riesenschlammkrabbe! Ewige Scharfpfeile. Ihr werdet kein Dorn mehr in meiner Seite sein. Emily! Da. Dagon, ich schaffe das nicht allein! Helft mir! Ich entziehe ihm das Egonymon! Nutzt es gegen Dagon! Oh, ihr werdet büßen! Schlag jetzt zu! Wagt es! Arrogantes Ungeziefer! Eben einen Augenblick. Ja, dann mach schnell. Ich bin der Feuer und Blut. Also ich weiß, dass ich ihn jetzt nicht besiegen kann, ne? Das ist klar. Es gibt noch viel zu tun. Hm. Ich werde euch nicht enttäuschen! Ich wollte nur meine Magie aufladen. Reißt es Geschmeiß! Ihr werdet sterben! Warum stellt ihr euch mir entgegen? Ich entziehe ihm das Egonymon. Nutzt es gegen Dagon. Nein. Ich werde frei sein. Meint ihr, ihr habt gewonnen? Dass ihr über mich triumphieren könnt? Nein. Ihr habt nur einen Bruchteil meiner Macht gesehen. Wir stehen euch bei, Champion. Wenn ihr zusammen sterben wollt, dann soll es so sein. Später vielleicht. Ja.
Athletin, es ist an der Zeit. Ruf das letzte Stück des Ebonymons. Haltet durch, während ich die Kraft rufe. Das Ebonymon kann Daron verletzen. Setzt es jetzt ein. Vorbei? Gut gemacht, kleine Sterbliche. Ihr wart erfolgreich. Jetzt habe ich die Macht aller vier Ambitionen. Es fühlt sich an, als würde mir der Schädel platzen. Dann werde ich sie euch abnehmen, Anachoretin. Lurant, was macht ihr? Ja. Ihr habt euch gut geschlagen. Euer Reich ist sicher. Ich betrachte unsere Unternehmung als Erfolg, doch nun trennen sich unsere Wege. Dieses Portal bringt euch zurück nach Elendspitze. Ich habe, was ich brauche. Wir werden uns nicht wiedersehen. Die Macht der Ambitionen. Sie hat sie genommen. Doch das Ergonymon war wirksam. Wir besiegten Dagon. Wir haben es geschafft. Tja. Zu welchem Preis? Das ist jetzt die Frage. Wusstest du davon? Macht euch keine Vorwürfe wegen der Täuschung der Dremora. Es ist ihr Wesen, selbstsüchtig zu sein. Die Schlacht hier ist geschafft. Lasst uns in die Totenländer zurückkehren. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Wir haben es geschafft! Wir haben es wirklich geschafft! Ihr seid unglaublich, wisst ihr das? Ihr habt euch mit einem dädrischen Fürsten angelegt und ihr habt gewonnen. Kommt schon, verschwinden wir von hier. Ich will feiern gehen, ohne den Gestank dieses Ortes in der Nase zu haben. Was sagst du? Lyrant, sie hat sich die Kräfte der Ambitionen genommen. Doch wir haben Dagon besiegt. Das Ergonymon hat Wirkung gezeigt. Ich fühle mich, als ob ich endlich wieder frei atmen kann. Ja, wer weiß, vielleicht ist es auch eine Chance. Ich bin so daran gewöhnt, zur nächsten Katastrophe zu rennen. Ein friedlicher Augenblick fühlt sich merkwürdig an. Träume ich oder können wir wirklich kurz durchatmen? Ihr träumt nicht, aber das ist seltsam, nicht wahr? Ihr habt es geschafft. Ihr habt Merunes Dagon gebannt und Tamriel gerettet. Wie fühlt es sich an, eine große Heldin zu sein und so? Nichts hiervon wäre möglich gewesen ohne euch, wisst ihr? Ihr wart von Anfang an dabei. Tamriel sollte nun vor Merunes Dagon sicher sein. Auf jeden Fall! Tamriel schuldet euch ein ordentliches Schulterklopfen, wenn ich das so sagen darf. Es war eine lange Reise, aber wir sind an ihrem Ende angelangt. Genießen wir diesen Sieg. Wir haben es uns redlich verdient. Und vor allem ihr. Ihr große Heldin. Oh, wir erhalten Schaffalls Liebling. Das heißt einen geladenen Bogen vom Set Griffblick und einen Fertigkeitspunkt. Da der Staub sich nun gelegt hat, bin ich mir nicht wirklich sicher, was ich mit mir anfangen soll. Ich schätze, wir sollten wohl nach einigen Leuten sehen. Wahrscheinlich hat sich die Kunde, dass etwas Großes geschehen ist, schon verbreitet. Doch darauf können wir nicht zählen. Bei wem wollt ihr euch melden? Bei so vielen, wie wir können. Wir bringen alle an einem Ort zusammen, damit wir einen Augenblick durchatmen können. Alles ging so schnell, nachdem wir Dagon in die hässliche Visage getreten hatten. Wir hatten keine echte Gelegenheit mehr, uns zu unterhalten. Vielleicht können wir uns alle in Leyawin treffen. Was soll ich für euch tun? Ich würde euch ja sagen, dass ihr die Füße hochlegen sollt. Doch inzwischen habe ich dazugelernt. Ihr sitzt niemals lange still. Also sage ich einfach, dass wir nach Ferngrab gehen und damit anfangen, uns erst einmal bei Kalia und Madame Caprice zu melden. Wir wissen ja nicht, ob sie gehört haben, was geschehen ist. Ich treffe euch dann in Ferngrab. Ich treffe euch in Ferngrab im Haus Caprice. Sobald wir mit Madame Caprice und Kalia gesprochen haben, können wir entscheiden, wem wir als nächstes nachspüren.
Was ist mit Lyrant? Oh, das. Ich habe versucht, nicht allzu sehr darüber nachzudenken. Ich dachte, es könnte uns die Feier verderben. Nichts verpasst einer gut erledigten Aufgabe einen größeren Dämpfer als eine Daedra, die man für eine Art Freundin hielt und die sich dann entschließt, die Kräfte der Ambitionen zu stehlen, was? Was glaubt ihr, was sie mit all dieser Macht tun wird? Ich weiß es nicht und ich bin mir nicht sicher, ob ich es wissen will. Ich habe nie wirklich verstanden, warum sie uns überhaupt geholfen hat. Aber ich habe mir auch nie groß Gedanken darüber gemacht. Jetzt muss ich mich fragen, ob das nicht die ganze Zeit über ihr Plan war. Und was sie als nächstes tun wird. Lyrant war bislang unsere Verbündete. Das ist wahr, aber am Ende bleibt sie immer noch eine Daedra, nicht wahr? Ach, ich hoffe, ihr habt recht. Sie hat uns bei unserer Mission, Mirunes Dagon aufzuhalten, bei jedem Schritt begleitet. Ohne ihre Hilfe hätten wir es gar nicht geschafft. Das muss doch etwas wert sein. Ja, reist noch Ferngrab und wir können mit allen nochmal sprechen. Sehr schön. Fangen wir natürlich mal mit den schweigenden Herren hier vorne an. Wieder einmal glaube ich, dass mein Werk hier getan ist. Doch falls Mirunes Dagon noch eine harte Lektion braucht, so hoffe ich, dass sie an mich denkt. Immer doch. Was für eine Schlacht. Ich werde mich für immer mit großem Stolz daran erinnern. Wie ihr es auch tun solltet, Champion. Ihr habt euch einem unbezwingbaren Feind gestellt und seid siegreich aus dieser Begegnung hervorgegangen. Seid ihr nicht erfreut über euren Triumph? Ist Mirunes Dagon wirklich besiegt? Ihr habt Dagon in die Tiefen der Totenländer verbannt. Näher kann ein Daedra dem Tod gar nicht kommen. Ihr habt etwas getan, was viele als unmöglich erachtet hätten. Doch er wird irgendwann zurückkehren. Sogar ich hätte das vielleicht für unmöglich gehalten, bevor ich euch begegnet bin. Habt ihr irgendeine Ahnung, warum Lyrant sich die Kräfte der Ambitionen genommen hat? Nein, es kümmert mich auch kaum, was sie mit diesem Preis anstellt. Weder ihr noch ich haben irgendeine Verwendung für die Macht der Ambitionen. Warum sich grundlos Gedanken darüber machen? Was werdet ihr jetzt tun, Runkius? Eine interessante Frage. Nokvros ist besiegt. Die erwachende Flamme ist ausgelöscht. Und ihr, Sterbliche, habt Merones Dagon einen demütigenden Schlag versetzt, an den er sich zweifelsohne noch in Äonen erinnern wird. Meine Kühen sind gerecht. Ich habe viele Möglichkeiten. Ja, Arox. Was für eine Schlacht! Glorreich! Blut tränkt den Boden des Trosts der Zerstörung und die Niederlage von Mirunes Dagon lässt ein Zittern durch das gesamte Reich gehen! Zeuge eures Triumphs zu werden, war meine größte Ehre, Herren! Wie ist es euch beim Rest der Schlacht ergangen? Ach, ausgezeichnet! Während ihr Sombren verfolgtet, half ich den anderen, die Streitkräfte von Mirunes Dagon zurückzuhalten. Ich konnte gar nicht mehr zählen, wie viele Feinde ich in eurem Namen fällte. Mir beben die Schnurrhaare bei der Erinnerung an ihre letzten Augenblicke. Wie seid ihr aus dem Trost der Zerstörung entkommen? Gerade als ich dachte, wir könnten vielleicht übermannt werden, fror eine große und jähe Kraft die Totenländer vollkommen ein. Unsere Widersacher blieben wie angewurzelt stehen, offenkundig erschüttert von diesem Ereignis. Wir nutzten die Ablenkung, um zurückzufallen, denn wir wussten, dass der Kampf vorbei war. Habt Dank für eure Hilfe, Arox. Natürlich, Herren. Die Grundfesten dieser Ebene selbst erzitterten auf eurer Macht. Eine Legion daedrischer Augen und Ohren wurden Zeuge eures Siegs. Dagon wird so eine vernichtende Niederlage nie vergessen. Es war mir eine Ehre, an etwas derart Monumentalem beteiligt gewesen zu sein. Was plant ihr jetzt?
In diesem kleinen Leib schlägt das gewaltige Herz eines Titanen. Ihr habt mich daran erinnert, dass meine Schlacht noch nicht geschlagen ist und ich noch immer von Nutzen sein kann. Ich bin fertig damit, mich selbst zu bemitleiden. Und die Hoffnung ist noch nicht verloren. Vielleicht gewinne ich eines Tages meine wahre Gestalt zurück. Ist das möglich? Möglich? Ihr seid durch die Tore des Trosts der Zerstörung gestürmt und habt Merunes Dagon in die Knie gezwungen. Und ihr habt eure Verbündeten sicher nach Hause gebracht. Nachdem man Zeuge von all dem wurde, scheint nichts mehr unmöglich. Wenn es ein Heilmittel für diesen Fluch gibt, werde ich es finden. Und solange kannst du gerne weiterhin in meinem Zuhause wohnen. Kishu! Zweimal habt ihr nun schon die Bewohner von Dunkelforst und vielleicht auch die von ganz Tamriel vor der Vernichtung durch Merunes Dagon gerettet. Vergebt mir, wenn ich sage, dass ich darauf hoffe, dass wir uns nicht auf diese Weise wiedersehen. Nachvollziehbar. Hauptmann Rian? Der Tag gehört euch, meine Freundin. Ich kann mir nicht vorstellen, wie wir Vandasia oder Merunes Dagon ohne eure Hilfe hätten aufhalten können. Ja, wo ist da? Wir treffen uns also alle in Leyavin, ja? Es wird schön sein, alle sicher an einem Ort versammelt zu sehen. Wir hatten nicht viel Gelegenheit, das Geschehene einzuordnen. So werden wir eine Möglichkeit haben, uns neu zu formieren und alles zu bereden. Ist denn gar nichts von euren Kräften übrig? Nein. Das ist ein merkwürdiges Gefühl, aber nicht ganz unwillkommen. Ohne sie wird Merunes Dagon keinen Grund haben, mir nachzustellen. Wenn Lyrant diese Bürde auf sich nehmen will, soll mir das nur recht sein. Ich werde endlich jenen Frieden finden, nach dem ich so lange gesucht habe. Ja, ehrlich gesagt würde es mich auch gar nicht überraschen, wenn Lyrant tatsächlich diese Kräfte geklaut hat. Vielleicht auch, damit sie niemand anders bekommt und sie diese Kräfte ja kontrollieren kann. Was werdet ihr jetzt tun? Erst mache ich ein Nickerchen. Danach? Schwer zu sagen. Vielleicht bekomme ich eine Chance, ein wenig die Welt der Sterblichen zu erkunden. Meine Rolle bei apokalyptischen Prophezeiungen und Machenschaften ist gespielt. Ich bin jetzt einfach nur noch ich selbst. Nicht mehr, nicht weniger. Das ist aufregend. Was ist mit euren Erinnerungen? Ich bin mir sicher, die werden sich mit der Zeit schon alle von selbst ordnen. Aber ich habe es da nicht eilig. Dieses Kapitel in meinem Leben ist abgeschlossen. Ich glaube, es ist Zeit für neue Erinnerungen. Vielleicht auch für einen neuen Namen. Wer weiß? Warum wollte Lyrant eure Kräfte? Ich habe Lyrants Beweggründe nie verstanden. Sicher, sie hat uns entscheidend dabei geholfen, Dagon zu bannen. Aber weiß irgendjemand von uns warum? Mich schaudert bei dem Gedanken, welche Pläne sie mit all dieser Macht verfolgt. Doch ich bezweifle, dass wir sie zum letzten Mal gesehen haben. Wie kommt ihr darauf? Ihre Neugier in Bezug auf die Welt der Sterblichen wird sie wieder anlocken. Sie versucht es zu verbergen, doch ich glaube, auf ihre ganz eigene Art liegen wir ihr am Herzen. Ja, das denke ich auch. Und genau deswegen, denke ich, hat sie es auch gemacht. Wieso können wir nochmal mit ihr sprechen? Wir treffen uns also alle in Leyavin, ja? Es wird schön sein, alle sicher an einem Ort versammelt zu sehen. Wir hatten nicht viel Gelegenheit, das Geschehene einzuordnen. So werden wir eine Möglichkeit haben, uns neu zu formieren und alles zu bereden. Können wir darauf zählen, dass ihr dann dort sein werdet? Natürlich. Ich würde euch und Evelia helfen, die anderen zu jagen, aber ich glaube, ich muss ein bisschen allein sein. Es ist so viel geschehen und ich fühle mich, als hätte ich das alles immer noch nicht verarbeitet. Ist es für euch beide in Ordnung, wenn ich mir ein bisschen Zeit für mich nehme? Evelia und ich kommen schon klar. Toll. Nicht, dass ich da irgendwelche Zweifel gehabt hätte. Ihr und Evelie macht euch nach Ferngrab auf. Bringt Madame Caprice und Kalia auf den neuesten Stand. Ich treffe euch dann alle in Nirn, sobald mir der Schädel nicht mehr brummt. Haben wir Merunes Dagon nicht ein für alle Mal besiegt? Ich weiß nicht, ob ein Dätrescher Fürst jemals für immer fort sein kann. Sie sind unsterblich. Das zeichnet sie doch gerade aus.
Doch zumindest glaube ich, dass Ferngrab für eine lange Zeit sicher vor ihm sein wird. Nirn auch. Dafür haben wir gesorgt. Wohin hat ihn das Egonymon geschickt? Ich bin mir nicht wirklich sicher. Was wir von den Langhauskaisern erfahren haben, war, dass es ihn im Grunde aus Nirn verbannen würde. Ich würde denken, dass er irgendwo in den Totenländern aufgeschlagen ist. Doch es ist auch möglich, dass er sonst irgendwo im Reich des Vergessens ist. Ja gut, darüber haben wir eben ja schon gesprochen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie versessen darauf ist, uns noch einmal zu begegnen, nachdem sie die Kräfte der Ambitionen gestohlen hat. Andererseits wäre das ein erwartbares Verhalten und ihre Geschichte ist nicht gerade von Berechenbarkeit geprägt. Ich glaube, es ist unmöglich, es mit Gewissheit zu sagen. Hier werden wir allerdings erstmal einen kleinen Cut machen und den Rest dann in der nächsten Folge sehen. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.